Und damit herzlich willkommen mal wieder zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider 3. Ja, wir haben das letzte Mal hier aufgehört in London. Allerdings habe ich nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Ich habe mir jetzt gerade eben ein Walkthrough angeschaut. Und jetzt bin ich ein bisschen schlauer geworden. Tatsächlich habe ich sogar, naja, ich glaube einiges übersehen. Am Moment, bevor ich jetzt erst sage, dass ich... doch nicht. Ich habe anscheinend einen Gegenstand bereits aufgehoben, wo ich dann... mal gerätselt habe ich. Ich glaube, ich habe doch einmal gesagt, ich habe was aufgenommen und habe dann so. Ich habe dann irgendwie gemeint, ja, das war bestimmt ein Medipack und am Schluss war es ein Schlüssel. Das heißt, an sich haben wir bereits schon die ganzen Gegenstände, die wir eigentlich brauchen, um jetzt weiterzumachen. Nichtsdestotrotz habe ich festgestellt in dem Video, das ich mir angesehen habe, ich habe einige Gegenstände, glaube ich, übersehen. Das würde ich jetzt ganz gerne mal vorher überprüfen wollen. Dazu ist es mir bloß erstmal wichtig, dass ich mal kurz rausfinde. Moment. Kann ich da überhaupt noch runter? Ach nee, es ging gar nicht mehr. Okay, also da drin, glaube ich, wäre noch Uzi-Munition gewesen und ja, dann bekommen wir die jetzt halt eben nicht. Deswegen ist jetzt egal, so wichtig ist es mir jetzt nicht. Allerdings, oh, das war... egal. Bisschen Leben verloren, aber ist nicht allzu schlimm. Ich will eigentlich bloß noch mal ganz kurz nach unten gehen. Weil... ich glaube, ich habe da nämlich auch was übersehen. Und das würde ich ganz gerne überprüfen wollen. Das wäre, glaube ich, Munition oder Fackeln oder irgendwie sowas. Ich möchte zumindest mal nachschauen. Wenn es sich nicht lohnt, dann lade ich einfach nochmal. Wir haben ja nichts verloren dadurch. So. Und hier unten müsste jetzt Uzi-Munition sein. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Die nehmen wir uns noch mit, weil wir nämlich an sich... ach, wir haben noch gar keine Uzis. Wir haben keine Uzis? Okay. Warum haben wir eigentlich keine Uzis? Und warum haben wir dafür bloß 6 Schuss? Das kann doch nicht sein, dass wir seit... das würde ja bedeuten, dass wir im ganzen Südpazifik keine einzige Uzi-Munition gefunden haben. Und ich glaube, wir hatten die Uzis mal gehabt zur Nevada-Zeiten, aber haben sie anscheinend da wieder verloren. Das heißt, ich habe seit Nevada keine Uzis mehr gehabt. Ist ehrlich gesagt relativ erstaunlich, um ehrlich zu sein. Das wundert mich jetzt gerade schon ein bisschen. Aber, na gut, dann müssen wir uns ja halt wiederholen. Ich hoffe, dass wir sie noch finden. Aber ich frage mich echt, ob ich dann im Südpazifik irgendwie die übersehen habe. Weil die hätte es doch da locker geben müssen eigentlich. Naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es wisst, ob ich im Südpazifik die Uzis hätte finden können, meine ich. Ja, aber wie dem auch sei, jetzt kann ich es eh nicht mehr zurücksetzen. Oder nachspielen werde ich es jetzt nicht mehr nur für die Uzis. Ich hoffe einfach bloß generell, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Munition finden, weil irgendwie... dachte ich eigentlich, dass man hier mit Munition überschwemmt wird und ich mir nicht nachreden lassen wollte, dass ich irgendwie zu vorsichtig bin, also sprich, dass ich bloß die Pistolen verwende. Genau. Im Endeffekt war ich dann doch verschwenderischer, als ich gedacht habe. Gut, und hier habe ich das letzte Mal etwas probiert, was ich nicht dachte, dass es gehen würde. Und zwar, dass man hier einfach rüberspringen kann. Ich habe in dem Video, das ich angeschaut habe, lustigerweise habe ich einmal gelesen, dass es ein Glitch wäre und in einem anderen habe ich gehört, dass es, dass es zur normalen Route gehört. Wie auch immer, ich habe jetzt, ich habe keine Ahnung jetzt mehr, was stimmt und ist auch ehrlich gesagt jetzt vollkommen egal, weil ich ehrlich gesagt, wie oft habe ich jetzt ehrlich gesagt gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt so lange nachgeschaut, ich habe jetzt so lange nachgeschaut, dass ich jetzt keine Lust mehr habe, irgendwie anderweitig nochmal nachzusehen. Irgendwie in jedem Video oder in jedem Tutorial kam halt eben, wurde halt eben von dieser Route gesprochen. Und wie gesagt, ob das jetzt ein Glitch ist oder nicht, ich habe keine Ahnung mehr. Es schaut aber sehr glitschig aus. Es schaut zumindest sehr, sehr falsch aus, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, mir wurde gesagt, ich soll das so machen. Ich werde jetzt einfach bloß das machen, was mir zig Leute beschrieben haben. Weil eine andere Möglichkeit habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Ach Gott. Zumindest geht es da hinten weiter. Ich weiß halt nicht, ob man da noch irgendwie anders hätte hinkommen können, aber... ja, ich meine, wie? Ne? Wir haben zwar einen Schlüssel, aber...
das ist zu früh. Wie macht man denn das am besten? Also ich habe eigentlich in dem Video, das ich angeschaut habe, hieß es da irgendwie, man soll in den Himmel schauen, da hinten ist ein blauer Punkt. Aber da, wo ich jetzt hinschaue, ist einfach absolut kein blauer Punkt. Weil normalerweise sollte ich den von hier aus sehen können. Aber wenn ich jetzt dahinter schaue... Oh, wobei. Doch, da ist ein bisschen ein blauer Punkt. Moment. Versuchen wir nochmal. Ne, sie springt da. Sie muss ein bisschen mehr laufen. Oh! Oho! Na, guck mal an. Allerdings muss ich sagen, es gibt auch keine andere Möglichkeit, um da hinzukommen, oder? Na gut, das werden wir jetzt rausfinden. Zumindest habe ich es jetzt geschafft. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Was habe ich eigentlich für... Ah, okay, Pistolen sind immer gut. Dann gucken wir mal. Weil an sich... Ich hoffe halt einfach bloß, dass das jetzt kein Glitch war. Das wäre irgendwie ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Mal nachgeschaut und es wird jedes Mal davon geredet. Der eine hat gesagt, das ist ein Glitch, um irgendwas abzukürzen. Die anderen sagen alle, ja, nee, das musst du machen. Ich weiß doch auch nicht, was stimmt, Leute. Ich bin einfach bloß überfragt gewesen und bin jetzt eigentlich bloß ziemlich froh, dass ich jetzt endlich mal weiterkomme. Aber... Ach so, ich glaube, ich muss da einfach bloß da hochspringen. Ja, das sieht so gut aus. Und, ja, sie bleibt stehen. Sehr schön. Ach, wir waren da sowieso da vorne drauf gelandet. So, jetzt ist die Frage. Also ich meine, das schaut ja schon mal ganz richtig aus. Und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie anders hätte hinkommen können. Also wahrscheinlich ist sogar gar kein Glitch. Gar kein Glitch, meine ich. Deswegen... Ja, ein bisschen Leben verloren, aber... Ja, klar, ich meine, wie willst du da hochkommen? Der rutscht ja ab. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf irgendeinem Kran drauf. Und das hier... Ja, wobei so hätte man, glaube ich, noch hinkommen können. Ja, keine Ahnung. Also ich lade jetzt nicht nochmal neu und gucke nochmal nach, wie das jetzt alles geht, weil... ich habe jetzt bloß bis dahin geschaut, wo der Typ rübergesprungen ist und danach habe ich wieder ausgemacht, weil ich wollte mich jetzt dann nicht irgendwie groß spoilern. Möchte schon noch selber rausfinden, wie es denn eigentlich weitergeht. Deswegen belassen wir es jetzt einfach mal dabei. Ja, ich weiß nicht, ob das mir jetzt sowas bringt, dahinter noch zu springen, aber... Na, wobei, da geht es noch ein paar Kisten runter, ne? Deswegen, schauen wir mal. Da speichere ich nochmal schnell. So, und Jump. Ich glaube, hätte ich da... Okay, ich hätte da hingekonnt. Ja, wie gesagt, schau mal nach. Vielleicht ist es ja doch ein Glitch gewesen. Aber ich höre jetzt echt auf, davon zu reden. Also, wenn mir jetzt dann noch groß auffällt, dass es doch kein Glitch war, dann... ja, werde ich das mal so stehen lassen, wie es denn war. Ihr könnt es ja auch gerne in die Kommentare reinschreiben, sollte sich das nicht innerhalb der nächsten Folge erübrigen. Das schaut da hinten ziemlich gefährlich aus mit Stacheldrähten. Da unten sind auch wieder Stacheldrähte. Und da hinten ist irgendwas Lilanes. Ach Mist, jetzt habe ich vergessen. Ich glaube, das mache ich nach der Aufnahmepause. Weil ich habe eigentlich vergessen, das Spiel auf Deutsch zu patchen. Ich wollte es eigentlich nochmal versuchen. Oder ich wollte es einmal oder das erste Mal versuchen. Das wollte ich noch machen, bevor ich die Aufnahme starte, damit wir für die nächste Cutscene halt eben... eine deutsche Synchro haben. Ja, habe ich jetzt vergessen. Und langsam neigen wir uns dann doch halt schon dem Spielende. Also was heißt langsam? Ich denke, wir haben noch einen ordentlichen Batzen vor uns, aber... Ja, ich werde es versuchen, wenn ich die nächste Aufnahmepause mache. Dann gucke ich einfach mal, ob ich das Game auf Deutsch patchen kann, weil... Ja, dann tut ihr euch auch ein bisschen leichter und... Auch wenn es jetzt vielleicht... auch wenn es jetzt vielleicht am... schon so bei 50% oder 60% Spielfortschritt erst geschehen ist. Ja, mein Gott, dann habt ihr zumindest das Ende und alles noch schön auf Deutsch. Ansonsten tut es mir leid, ich werde versuchen in Zukunft das öfter zu machen, bloß bei manchen Patches, da war es mir ein bisschen zu risikoreich. Was ist das? Ich höre irgendwie Wasser. Komisch. Ah, Moment, da unten, da geht's ja lang.
Ich werde es versuchen, wie gesagt, mal demnächst mal richtig zu patchen. Allerdings, was halt mir absolut nicht gefallen hat, ist halt, wenn ich irgendwelche extra Dateien wieder ausführen muss und der Antivirenscanner schon vorher rumheult. Ja, da ist ein Virus drin. Na, weißt du wieder nicht, kannst dich jetzt drauf verlassen. Alle schreiben nein, das ist eine Fake-Warning. Also der Antivirenscanner, der erkennt es bloß so, aber es ist kein Problem. Ja, dann sage ich mal so, was soll ich dann... Oh! Ups. Okay, Secret. Und Ratten. Das war eigentlich auch mehr Zufall, dass ich jetzt hier die Waffen gezogen habe. Dramatische Musik. Oder schöne Musik. Ist hier noch was anderes außer das Medipack? Das habe ich schon gesehen. Keine Sorge, Leute. Das habe ich gesehen. Im Gegensatz zur letzten Aufnahme habe ich dieses Medipack jetzt gesehen. Oh, was ist denn das da unten? Scheint mir irgendwie... Hört sich an wie Wasser, aber... Schaut irgendwie ein bisschen komisch aus. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall in der letzten Aufnahme, da habe ich nämlich einmal... Da habe ich ein Medipack übersehen, glaube ich zumindest. Das war nämlich da in diesen heruntergefallenen Brettern, die da in dem einen Level so sinnlos rumgehängt waren. Wo man sich schon gefragt hat, ja, warum hängen die denn da so rum? Und im Endeffekt sollen die einfach bloß den... Sinn gehabt haben, dass wenn sie runterfallen, du irgendwann unten ankommst, dass du halt das Medipack schwerer siehst. Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgenommen habe oder ob ich es nicht aufgenommen habe. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft. Ist jetzt auch eigentlich im Endeffekt egal, weil wenn ich es halt nicht habe, ich habe vorher noch versucht, es zu bekommen, aber ihr habt es selber gesehen, ich konnte nicht mehr zurück, weil der Weg mir versperrt war oder weil die Möglichkeit nicht mehr da war. Deswegen, ja, sei es drum, oder? Ich meine, das ist jetzt ein Medipack. Achso. Das ist jetzt ein Medipack, davon werden wir jetzt nicht sterben, hoffentlich, sagte er, während er wahrscheinlich dann am Bosskampf genau wegen diesem Medipack dann scheitert. Aber ja, ich bin mal optimistisch und sage einfach, wir brauchen es nicht. So. Wir müssen, glaube ich, auf die andere Seite. Ansonsten... Ja, wie gesagt, also ich werde einfach mal versuchen, das noch auf Deutsch zu patchen. Ich hoffe, dass ich einen tollen Patch finde, wo ich einfach bloß die Soundfiles ersetzen muss, weil das wäre schon ganz gut eigentlich. Es würde mich zumindest freuen. Hättet ihr es zumindest so 40% auf Deutsch, dieses Let's Play. Aber ich denke, man kann schon alles relativ gut verstehen. Und wenn man es dann versteht, dann, mein Gott, dann googelt man halt eben die Wörter. Wenn man so interessiert ist, oder man schaut sich einfach die Cutscenes auf YouTube auf Deutsch an. Es gibt genug Leute, die haben das einfach auf, die haben das auf Deutsch recorded und einfach online gestellt, warum auch immer. Wahrscheinlich genau wegen diesem Zweck, wenn ich jetzt genauso drüber nachdenke. Naja. Warte mal, ist da unten noch was? Da kann ich auch runterrutschen. Muss ich wahrscheinlich sogar auch tun. Also, je länger ich hier bin, desto mehr vermute ich, dass es kein Glitch war, wie ich lang gegangen bin, weil ich meine, wie kostet immer wieder hier hochkommen, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube nämlich, das geht gar nicht. Man muss ja hier praktisch sich runterarbeiten. Und ich habe schon wieder das Wort praktisch gesagt. Ah, das war falsche Richtung. Ich muss ein bisschen noch nach rechts gehen. So, schauen wir mal hier runter. Oder kann man... Nee, hangeln kann man nicht. Ich glaube, das... Ja, okay. Das ist Quatsch. Aber ich glaube nicht, dass ich da einfach mal so einen Salto machen sollte. Schaut mir irgendwie ein bisschen ungesund aus. Aber vielleicht so. Nee, ist auch zu... Schaut irgendwie falsch aus, um ehrlich zu sein. Also ich muss halt wirklich gekonnt da landen, weil... Eventuell, wenn sie so einen Rückwärtssalto macht, wo sie sich dann umdreht. Wie ging das denn nochmal? Versuch mal bloß mal kurz hier nach... Ja, ich glaube, ich habe die richtige Tastenkombination schon. Aber... Das Problem ist, dieser scheiß Kran, der blockt mich halt, ne? Weil ich muss ja mit dem Rücken landen, damit ich mich da festhalten kann. Also, dass sie so slidet praktisch. Oh! Das wollte ich zumindest mal anschauen. Ach, da hinten war eine Plattform. Okay, das könnte vielleicht auch klappen. Ja, Lara, du brauchst dir nicht mehr den Kopf brechen. Das Genick, meine ich.
Puh. Und? Nee. Stecher sollst du nicht machen. Wie nennt man das eigentlich? Wir haben dazu mal Stecher gesagt. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenken könnte, ist auch noch was komplett anderes bedeuten, aber es ist wieder ein anderes Thema. Aber früher war das irgendwie damals so, da war das der, ach, Kopfsprung, glaube ich, sagt man dazu, oder? Beim Schwimmen? Oder nennt man das auch Stecher? Keine Ahnung. Wir haben dazu immer Stecher gesagt. Ich weiß nicht, ob das so eine korrekte Bedeutung ist, aber ach. Ja, okay. Ich wollte zumindest mal gucken, ob man auf der Seite überleben könnte, wenn man da so runterslidet. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, was glaube ich denn? Ich glaube, man kann darüber. Also auf der anderen Seite, wo wir schon mal waren. Ansonsten. Puh. Oder kann ich irgendwas noch mit dem Kran machen? Nö. Es hätte mich jetzt auch tatsächlich etwas gewundert. Oh? Da kannst du drüber? Das bringt bloß sehr, sehr wenig. Es kann doch nicht. Moment. Es geht so. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wollte. Wisst ihr, ob ich vorhin versucht, einfach keinen Rückwärtssalto zu machen, sondern einen komischen. Weil ich wollte diesen Sprung machen, wo man so nach vorne springt und sie sich in der Luft dreht. Aber ich hätte auch einfach einen Rückwärtssalto machen können. Fällt mir mal gerade so auf. Nee, das ist schon wieder falsch. Ach Gott, Lara. Aber das scheint mir richtig zu sein. Jetzt noch ein bisschen nach links gehen, dann sollte das eigentlich ganz passen. Ihr werdet euch bestimmt schon mittlerweile gedacht haben, was macht denn der? Es geht doch so einfach. Okay. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. da müssen wir noch ein bisschen probieren, glaube ich. Mal so gesehen. Nee, das schaut irgendwie falsch aus. Ich kann mir da nicht helfen, aber ich glaube schon. Vielleicht, wenn ich jetzt so nach. Moment. So nach links gehe, zweimal. Dann zweimal nach vorne. Dann sollte ich doch eigentlich, wenn ich jetzt ganz schlau lande. Müsste ich doch jetzt halt auf dem. Nee, das ist immer noch nicht. Und selbst dann bringt es mir auch nichts, fällt mir gerade so auf. Oder? Weil, wenn ich jetzt runterfalle, ist halt vorbei, ne? Wobei. Ich glaube. Ah. Naja, nee. Nee. Okay. Jetzt ist die Frage, wie soll es gehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist falsch. Wahrscheinlich muss ich da einfach gar nicht hin. Muss ich, warte. Das kam mir doch gerade schon eben. Wieso habe ich das nicht ausprobiert eigentlich? Ah, okay, deswegen. Ich weiß ganz genau, warum ich es nicht ausprobiert habe. Ah. Das kriegen wir noch hin, Leute. Ich glaube daran. Ah, diesen Sprung wollte ich machen. Und? Ah! Nein! Lara! Tu das doch nicht. Oh Mann. Oh Mann. Also, es könnte noch in die nächste Folge mit reingehen. Sorry, falls das jetzt gerade das Ende von dieser Folge ist. das passiert ab und zu mal in Tomb Raider. Daran muss man sich gewöhnen. Durchaus ist das möglich. Ah, ich bekomme einen Anfall. So, nochmal, umdrehen. Oh. Nee, das geht nicht. Oder zumindest nicht so, wie ich eigentlich möchte. Und? Ah, Lara. Tu das doch nicht, Mädel. Nochmal. Hä, habe ich an der falschen Stelle abgespeichert? Wie blöd bin ich denn? So, dann mal so nochmal. Oh, sorry, falls ich euch gerade damit nerv, aber ich seid mir versichert,
Seid mir... Ja, leck mich doch. Ihr könnt mir glauben, dass es mich mindestens genauso nervt wie euch. Kann ich da... Ja, okay, da sterbe ich wieder. Ich sehe halt nicht so richtig, wann ich da abspringen muss, ne? Oh. Ich glaube, das ist falsch. Und es ist jetzt genau die Zeit, wo eine Folge zu Ende geht, deswegen... Sorry, falls es jetzt gerade tatsächlich das Ende ist. Es war nicht so geplant. Oh. Ja, gut. So, solange es überlebt, ist alles in Ordnung. Es geht nicht. Moment, konnte man da durchschauen? Und selbst wenn, warum probiere ich es überhaupt aus? Das bringt mir ja gar nichts. Kann ich da... Boah, ist das nervig. Ich versuche mal nochmal da hochzugehen. Na komm. Ja. Also da kann ich ja nicht drüber springen, ne? Aber wieso ist das hier offen? Wieso kann ich... Ja gut, weil ich von der anderen Seite hoch könnte, aber was bringt es mir jetzt mal? So in diese Richtung gefragt, ne? Das schaut halt verdammt danach aus, müsste ich da noch hinter. Oh Gott, Laura. Suchst du auch immer die beschissensten Orte aus? Ich wüsste jetzt nicht, was es mir bringen soll, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ich sehe auch nicht, dass ich jetzt irgendeinen Vorteil da hätte, wenn ich jetzt dahin hangel. Aber vielleicht entdecke ich ja irgendwas Spontanes, was mir jetzt auf jeden Fall weiterhilft. Nee, sie möchte da nicht weiter. Ah, die Soundeffekte sind die ersten wie beim ersten Teil, glaube ich. Sind die gleichen wie beim ersten Teil. Was? Was? Warum? Ich kann aber nichts machen hier. Ha, ich kann mich wieder hangeln. Ah, sterben. Oh Gott. Wisst ihr was? Da die Aufnahme jetzt eigentlich... Also eigentlich wollte ich eine Stunde aufnehmen. Eigentlich. Nachdem ich das jetzt hier wieder sehe, habe ich es mir nochmal überlegt. Nee, Spaß. Aber... Oh. Ich glaube, ich stelle mich gerade ziemlich blöd an und müsste nochmal in der Lösung nachschauen. Also eventuell werde ich jetzt mal hier wieder einen Cut machen. In der Lösung nachschauen. Und dann... So, dass ich in der nächsten Folge... gut gelaunt weitermachen kann. Weil jetzt gerade... Ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt noch geht. Und wenn es... Ich möchte euch 10 Minuten jetzt nicht noch weiter damit langweilen. Weil das wäre halt dann echt blöd, würde ich mal behaupten. Und ich möchte dann auch nicht nach 10 Minuten jetzt die nächste Folge erbrechen, weil... Meine Folgen sollten eigentlich mehr als so 20 Minuten sein, mindestens. Oder 19 irgendwas. Ja. Ja, okay. Okay. Ja, das hat nicht so ganz geklappt, wie ich es eigentlich wollte. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Aufnahmestopp. Und würde nochmal nachschauen wollen. Und dann würde ich in der nächsten Folge einfach mal sagen, dass wir weitermachen. Denn ich habe keine Ahnung. Tja. Aber ich sehe halt echt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ah, nee. Ja, gut. Ist jetzt eigentlich auch schon egal. Okay, gut, dann machen wir es anders. Sorry, dass ich euch jetzt damit genervt habe. Es ist jetzt halt eine längere Folge, aber wieder eine Folge, die ein bisschen planlos verläuft. Ich werde nochmal in der Lösung nachschauen müssen, es tut mir leid, aber mir ist nicht ersichtlich, was ich hier machen soll. Ja, sollte es wieder was Offensichtliches sein, dann würde ich sagen, finden wir das auch beim nächsten Mal raus.
Danke fürs Zusehen und fürs Aushalten und dann bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.